mir Kasim Spengemann. Wunderschönen guten Abend. Moin. Ganze Kerle, voll im Takt. Was ist das? Es ist ein Boulevardstück, was mit Trommelstücken untersetzt ist. Und das macht eigentlich sehr viel Spaß. Das ist so das, was man kennt, das klassische zum Lachentheater, also dieser Spaßfaktor. Ein bisschen Komödie, ein bisschen Krimi ist allerdings auch drin. So, und das Ganze wird dann durchsetzt mit kleinen Trommeleinlagen. Das ist was anderes, das ist einmalig. Und wir haben uns gesagt, wir versuchen das mal. Wir haben zwei professionelle Schlagzeuger dabei. Einmal Martin Zuhr, den man von früher von TV Kaiser kennt, und Wolfgang Guido Grasenick. Und die haben uns das beigebracht und zusammen funktioniert das eigentlich ganz gut. Wie kommt es, dass wir in Wilmsdorf das hier genießen dürfen? Es ist eine Kooperation zwischen Wilmsdorf und dem Stammtheater, wo wir gerade sozusagen zu Hause sind in Braunschweig. So, und dann haben wir jetzt heute mal einen Tagesausflug gemacht. Das ist ja nicht so weit weg von Braunschweig. Und haben uns da mal tagsüber hier alles angeguckt, haben es sehr genossen, hier zu sein. Und jetzt spielen wir und dann fahren wir morgen früh wieder nach Hause. Irgendwelche Erwartungen an das Publikum? Nein, überhaupt keine. Also solange die Spaß haben, so wie es bis jetzt immer war, solange die das genießen und solange sie vielleicht auch an der richtigen Stelle mitklatschen, wenn wir trommeln, ist alles gut. Du sagst aus Braunschweig gerade hier so Katzensprung, ein Tag hier ein Theater vorführen oder Boulevardstück und dann geht's wieder heim. Ich meine, in 3 oder 4 Tagen haben wir Weihnachten. Hast du überhaupt Zeit, dich auf diese wunderschöne Zeit vorzubereiten? Nicht wirklich. Ich habe Gott sei Dank eine Lebensgefährtin, die zu Hause das alles managt. Natürlich, klar, am 24. kommen meine Eltern und das ganz klassische Weihnachtsessen zusammen. Wir spielen noch am 23. abends in Braunschweig und dann wird es wahrscheinlich so aussehen, dass im Innenhof des Theaters alle Autos der Kollegen schon fluchtwagenmäßig mit der Schnauze in Richtung Ausfahrt stehen und dann direkt, wenn wir 22:20 ungefähr fertig sind, ja, dann sind wir um 22:30 alle unterwegs. Also ich komme aus Hamburg, der Rest kommt aus Berlin bzw. aus Krefeld. Das ist dann nicht so weit weg, also das schafft man dann noch. Okay, dann geht's nach Hause und wird entspannt? Dann wird entspannt, dann wird ganz einfach Weihnachten gefeiert, so wie man Weihnachten feiert, mit Familie, mit Freunden, Telefon aus, einfach mal sich wirklich nur um das kümmern, was wirklich wichtig sein sollte, die Menschen, die einem am Herzen liegen. So, und wenn die Weihnachtstage dann um sind, dann fahre ich wieder nach Braunschweig und dann spielen wir noch bis Silvester. Okay. Die Frage kann ich mir leider nicht verkneifen. Immer noch Lampenfieber vom Auftritt, ist egal, vor der Kamera. Ich meine, als Schauspieler, Fernsehen, Soaps oder jetzt hier Theaterstücke. Ist da irgendwann noch so eine gesunde Grundnervosität nur? Man hat immer ein Lampenfieber, das ist völlig klar. Es kann, wie gesagt, es kann alles passieren. Du bist natürlich nervös. Wie reagieren die Leute? Wie sind die Kollegen drauf? Jeder hat diese Nervosität. Jeder tut natürlich so, als hätte er sie nicht. Also ich plaudere jetzt mal aus dem Nähkästchen. Herr Zuhr sitzt immer auf demselben Hocker und wartet, bis es losgeht. Werner Schuster marschiert auf und ab. Er ist der Erste, der das Stück sozusagen eröffnet. Tanja Wenzel rennt aufgescheucht wie so ein kleines Hühnchen auf und ab und sucht ihre Requisiten. Das ist, jeder hat dann eine andere Geschichte. Ich gehe meistens irgendwie noch kurz mal in die frische Luft, weil ich sozusagen ja erst als Vierter auftreten darf und dann scharst du natürlich schon mit den Hufen und wackelst, so wie jetzt, und wackelst und denkst, oh, jetzt geht's gleich los, und dann gehst du auf die Bühne und dann fällt es auch eigentlich ab, aber diese Nervosität, die hat jeder, und wenn jemand sagt, er hat sie nicht, dann lügt er. Hast du in deinem Leben, also im beruflichen Leben, alles erreicht, oder was wären so deine Ziele oder was sind deine Ziele? Ich genieße mein berufliches Leben. Du hast natürlich Ziele. Du hast natürlich, du willst, dass es Leuten Spaß macht, was du machst. Also du willst, dass die Leute sich unterhalten fühlen in allen Bereichen, was ich mache, sowohl jetzt im moderativen Bereich als auch im Schauspielbereich. Und natürlich hast du Ziele. Natürlich willst du Menschen unterhalten. Aber es sollte immer wichtig sein, dass du das Berufliche mit dem Privaten kombinierst. Das ist natürlich genau jetzt das beste Beispiel. Hinter uns ist der Weihnachtsbaum. Und meine Liebe zum Theater hat natürlich jetzt dazu geführt, dass ich die Adventszeit nicht zu Hause verbringen durfte. Das führt natürlich dann zu kleinen Komplikationen im Privatleben. Und da muss man dann immer so eine gesunde Mischung hinkriegen, weißt du, wie so ein Cocktailshaker. Beides rein und dann muss das richtige Gemisch rauskommen. Deswegen sollte man das Berufliche nicht immer ganz nach vorne stellen, sondern immer sagen, das Private ist auch mal ganz wichtig. Okay, wie hat sich's ergeben, dass du das jetzt tust, was du tust? War das eher so Zufall und auf einmal, oh ja, cool, einmal gemacht, wie geil, ich mach's wieder? Oder hast du da darauf hinaus gearbeitet? Nee, natürlich. Ich habe mein Handwerk ja gelernt. So. Und das hier hat sich wirklich eigentlich durch einen Zufall ergeben. Das Theater in Braunschweig wird geführt von einem Bekannten von mir. Der hatte als Regisseur wiederum einen anderen Bekannten von mir. Und die beiden hatten sich dann völlig versteift drauf, Carsten muss das machen. Und dann haben sie mich eingeladen, ich solle mal nach Braunschweig kommen. Habe dann festgestellt, dass Braunschweig und Hamburg gar nicht so weit auseinander liegt, wie man das eigentlich denkt. Und habe dann gesagt, ganz ehrlich, ich mach's. So. Und
Dann war allerdings mein Wunsch, es mit Kollegen zusammen zu machen, die ich kenne oder wo ich weiß, dass das harmoniert und dass es dann auch keine Reibereien oder keine Zickereien gibt, sondern dass es einfach ein schönes, harmonisches Stück wird. So, und die waren dann alle mit schnell, relativ schnell an Bord und dann habe ich gesagt, cool, dann lass uns das machen. Insofern ist hier eigentlich aus dem Zufall ein schönes Stück entstanden, in einer wunderschönen Besetzung, was einfach auch Spaß macht. Lieber Weihnachtsmann. Lass es rum. Vom Christkind, ja. Dein Wunsch an Christkind. Ja, dass es einfach für mich genauso weitergeht, wie es bis jetzt ist, dass mein Privatleben genauso schön harmonisch funktioniert, dass meine Lebensgefährtin und ich noch lange gesund zusammenbleiben und dass wir irgendwann vielleicht mal mit ohne Zähne wie Miss Marple und Mr. Stringer auf einer Parkbank sitzen und sagen, ja, die letzten 40 Jahre waren ganz schön. Wie geht's weiter? Wo kann man dich das nächste Mal nochmal sehen? Ja, Anfang des Jahres kann man sich mir und meinem Privatleben in Anführungsstrichen nicht entziehen. Da gibt es so was Ähnliches wie so eine Doku-Geschichte. Wo das läuft, wann das läuft, darf ich noch nicht sagen. Dann drehen wir im Januar zwei Piloten zu so einer neuen Spielshow. Mal gucken, wann die kommt. So, und bis jetzt ist hier erstmal das hier klarer Fokus. Also hier muss jetzt wirklich noch bis Silvester durchgeklotzt werden und da muss man auch die Konzentration drauflegen, weil das Trommeln und alles ist halt echt schwierig. Also da kannst du nicht mal eben tagsüber sagen, oh, ich kümmere mich um was anderes und komme dann mal um 19 Uhr und trommel das mal runter. Das funktioniert leider nicht. Ja, vielen lieben Dank. Ich danke. Nochmal danke, dass du Zeit hattest. Wir seitens Express wünschen dir alles Gute für das Theaterstück, für die Zukunft und wir hoffen, dich bald wieder zu sehen. Auf jeden Fall. Ich gehe trommeln. Tschüss.